Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Magic 2015 Duels of the Planeswalkers. Wir haben jetzt mal sind wir in Chandala angekommen. Sturm auf die Zitadelle haben wir hier schon besiegt. Und beim Remasuri-Schwarm. Ja, da hängen wir gerade mal wieder. Aber ich denke mal, das werden wir irgendwie auch noch schaffen. Irgendwie halt. Wenn nicht heute, dann machen wir halt wieder eine Stunde aufnehmen. Neue Kartenhand und die können wir ruhig behalten. So. Es geht ab hier. Sich entfaltende Wildnis. Bla. Ein Land holen. Gut. Fangen wir erstmal wieder an mit Spontanzauber und Hexerei, die du wirkst, kosten beim Wirken einen weniger. Ja, ne? Goblin, Elektromagier. Dann holen wir Krenkos Befehl. Und das ist ja Quatsch. Alles Quatsch. Weiter. Angriff. Wir haben schon mal zwei Schaden gemacht. Man muss einfach nur die Remasuris irgendwie schnell klein kriegen. Irgendwie. Wenn ich angreife, wird er auf alle Fälle den hier mit dem blocken. Das ist das Problem. Denn wäre er noch nicht mal besiegt. Heißt, jetzt kommt wieder ein Remasuri. Nochmal so einer. Weg. Weg. Und Angriff. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Selbst wenn er jetzt wieder welche rausholt. Wir haben Schaden gemacht. Beide kann er nicht rausholen. Kann nur einen rausholen. Ich greife mal mit allen an. Egal wen er blockt. Jo. Dann geht der auch ra drauf. Das ist eigentlich schon mal die richtige Entscheidung. Im Moment kann er ja nicht viel machen. Eile. Ja, aber jetzt haben die ja erst Eile, das heißt, das bringt's ja auch nicht. Ja. Einfach damit er eine Nutzlose kriegt. Und wir die noch mal ein bisschen pimpen. So viel zum Thema, es wird schwierig. Bringt ihm nichts, wir haben gewonnen. Ja.
Okay. Nach Jace geht's doch wieder, ne? Grausames Spiegelbild. Naja, der sieht eigentlich freundlich aus. So, ne? Also grausam ist was anderes. Rico, der Doppelspiegler. Okay. Ein Meister der Spiegelmagie. Ohne Spiegel. Fordere dich heraus, dir selbst im Kampf entgegenzutreten. Solltest du siegreich sein, wird er dir verraten, wo du die Katakomben von Onnake finden kannst. Ja. Wir haben kein einziges Land. Jetzt haben wir nur noch Le Länder hier. Egal, Kartenhand behalten. Insel wäre vielleicht zu Beginn besser gewesen, weil wir davon nur eine haben, aber wir hätten damit jetzt auch nicht viel machen können. Ich denke mal, da wird viel von uns kopieren. Den kennen wir doch irgendwoher. Hat er zuerst auch? Okay. Interessant. Aha. Keine blitzschleitende Clown. Dafür jetzt Schock. Ich sag mal so, schaffen tun wir's. Schon irgendwie, wenn wir mal was bekommen hier. Kennen wir, haben wir auch. Ah ja. Weg. Wir haben eine Fliegende. Immer gut. Was kommt jetzt noch? Bitte. Ich hasse Leute, die kopieren. Jetzt kommt bestimmt nochmal der Mondskeader. Windskeader. Aber erstmal greift er an.
Stimmt, Monddreier, weil das andere verdreht, siehst du? Monddreier, Windskiader, machen wir einfach Mondskiader raus. Das wird heftig noch. Greift nur mit dem an. Problem, er hat die 3-3er. Und jetzt noch ein Windskiader. Nee, geht nicht. Geht halt nicht. Na toll. Da kommen wir ja voll gar nicht voran. Den hat er natürlich auch. Damit. Ja, wir haben trotzdem verloren. Das ist doof. Nochmal. Komm. Jetzt fängt er an. Ich hab mehr Blau auf der Hand, deshalb spielen wir zuerst Blau. Ja, den habe ich auch. Bringt's voll, ne? Wenn er jetzt damit angreifen will, ist ja Quatsch. Ja. Und tschüss. Wieder auf Anfang. Problem ist natürlich, ich habe jetzt nichts, um das raus auszuspielen zu können.
Jetzt bringt er zuerst den Windskerder. Und die Vakuumschlinge, um meine auf die Hand zu bringen. Und schon macht er 4 Schaden. Und ich krieg kein Land. Wieder mal. Aber ist nicht so schlimm, wir haben ja heute schon einen besiegt. Land. Das aber getappt ins Spiel kommt. Das bringt, wenn ich da angreife. Das bringt gar nichts. Angriff überspringen. Die habe ich auch. Die flammkippenden Teufel. Beziehungsweise die flammkippende. Denn die flammenkippenden Teufel. Mensch, das ist ja Mehrzahl. Wir haben heute voll den Sprachgulasch. Angriff überspringen. Bäh. Ob ich nun blocke oder nicht blocke? Wenn ich hier, sagen wir mal, ich block den, dann puff, sind beide tot. Da kann ich aber auch den blocken. War auch beide tot. Und dann den kann ich nicht blocken, weil der hat Flug. Genau. Das heißt, das war's. Krieg 2 Schaden, hab nur noch 10. Das ist die Hälfte von dem da. Ich hab auch den hier. Mehr Quatsch. Warum soll ich selbst nullifizieren? Hey, mach mal das, dann kannst du meinen fertig machen. Wow, Kreaturentausch. Hey, du guckst das ab. Komm, wir greifen mal an. Wir sind ja eh in 2 Runden tot. So schnell können wir den ja gar nicht mehr besiegen. Das geht gar nicht. Das ist ein bisschen unmöglich. Ja, toll. Naja, gut, ist immerhin knapp. Noch geworden, ne? Macht aber nichts. Beim nächsten Mal werden wir den besiegen. Das denke ich mal, weil so schwer ist er eigentlich nicht. Der hat ja eigentlich nur die gleichen Karten wie wir. Das heißt, wenn wir jetzt unser Deck wechseln würden auf stärkere Kreaturen, hätte er ja auch stärkere Kreaturen. Würde nicht viel bringen. Deshalb lassen wir es so. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann und ciao, ciao.